Ja, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Heute ist es soweit, Pecon the Creator wird jetzt ausgebrütet und ich muss euch was zeigen, denn wir haben ja seine Rüstung bekommen und natürlich einen Sattel, der wie gesagt OP ist anscheinend so, weil 1621 ist nicht normal. Ja, diese Rüstung werden wir jetzt komplett anziehen. Sie ist in einigen Dingen besser als unsere. So, deswegen halt können wir es ja ganz gut nutzen. So, Elemente musste man reinpacken, ne? Okay, genau. Dann machen wir jetzt die komplette Ausrüstung komplett voll. So, damit wir halt alles haben. Das ist aber dezent nervig. Also, ja, okay, das ist natürlich verdammt cool halt, ne? Dass ich... Also, schaut euch das... So schnell bin ich gar nicht, ne? Aber ich bin natürlich schneller. Aber sie sieht auch verdammt cool aus. Kann man das irgendwie unten rechts ausschalten? Weil irgendwie nervt das ja irgendwie, oder nicht? Ach nö! Versteh mal eine Ark. Ich habe J gedrückt! Wann habe ich J gedrückt? Hä, deswegen gab's ein... Ach nö, die sind sogar oben alle runtergekommen. Aber, ja. Ja. Okay, ich glaube, ich weiß, womit es zusammenhängt. Der Anzug ist eventuell broken. Hab jetzt ganz schnell meine Sachen ausgezogen und ich frage mich, wo bin ich? Ich saß doch gerade noch auf dem Thorny Dragon drauf. Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, wir sind jetzt fertig. Komm, ein bisschen schneller hier. Zack, 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 zack. Ja, wir werden jetzt eine Pecon herstellen und ich glaube, es hängt wirklich mit der Rüstung zusammen. Aber na egal. So, jetzt werden wir halt so machen. Und zwar der hier. Ach komm, wir machen auf die Standardart. Kein Bock, das jetzt zu machen. Wir machen so, wie es vorher gemacht wird, wie es früher gemacht wird. Und deswegen halt kurz Feuer überall anmachen. Und dann sollte es einfach gehen. So, Pecon, jetzt aber. So, zeigen Sie sich. Wie sieht's aus? Brutdauer sieht gut aus. Sind nur ein paar Sekunden, die es halt braucht. Und dann haben wir Pecon. Oh! Pecon! Na? Prägung! Oh mein Gott! Pecon, komm mal her hier! Komm her! Warte, Feuer überall aus, weil könnte gefährlich werden hier. So, Pecon, komm her hier. Vielleicht reicht die Reichweite. Ah! Wie schnell er einfach ist! Irgendwie sind die Kinder hier ultra fast immer unterwegs. Alter Schwede! Das ist Pecon! Das kleine Baby! Pecon, das kleine Baby! Aber es ist heftig! Es ist so cool, dass er fliegen kann! Schaut euch das mal an! Pecon? Da! Komm her, mein kleines Baby, komm her! Und wie schnell er auch noch ist! Er erinnert mich irgendwie an Ghostbusters, dieser kleine Schleim! Dieser grüne Slimer! Komm her! Ja, okay, wenn er groß ist, passt es nicht. Es ist wie ein kleiner Geist! Pecon, hier drüben! Bist du so doof? Warum fliegst du gegen die Wand? Slimer konnte durch die Wand fliegen. Ich weiß nicht, ob ihr Slimer kennt. Ich könnte ja ein Bild jetzt einblenden, so vielleicht denke ich halt dran. Der konnte durch Wände und so weiter gehen und sein Bauch und so weiter, das erinnert mich halt daran so. Deswegen, guck mal, es ist Slimer. Okay, in einer Minute kann er wieder was machen. Ah, die Prozentzahl geht eigentlich so, ne? Ich glaube, ich muss den Server nochmal gleich ausmachen, um es ein bisschen höher herzustellen. Was dauert ein Ticken für mich? Zu lang. Okay, auf jeden Fall 8 Minuten sind 10%. Das bedeutet auf jeden Fall... ich muss den Server kurz runterfahren, weil das, dauert mir doch ein Ticken zu lang. Ich stelle das mal krasser etwas ein, okay? So, du möchtest wieder gekuschelt werden? No problem. So, pass auf. Wir gucken jetzt ganz kurz mal, weil es gibt ja noch weitere Bosse. Welcher Boss jetzt da eigentlich war? Der nächste ist ja jetzt eigentlich Tier 6 von den beiden, richtig? Glaube ich jetzt. Wir könnten die machen. Celestial, okay, wir brauchen einiges an Celestial halt. Das bedeutet, farmen. Wer ist jetzt aber eigentlich der Stärkste? Pecons Revenge gibt es auch noch. Wer ist der Stärkste von diesen ganzen? Also ich würde jetzt sagen, entweder, ja, die hier, oder? Okay, die sehen ja auch alle gleich aus, irgendwie. Aber ich glaube, der könnte der Stärkste sein, wa? Ja, und wir warten jetzt kurz auf Pecons erwachsen werden, aber holy moly, du wirst sehr, sehr schnell Erwachsene. Ich bin gespannt, wie groß er wirklich sein wird, aber die Höhle wird irgendwie zu klein langsam. Also, er hat jetzt schon die Hälfte erreicht. Bedeutet noch, er wird noch einen kleinen Ticken größer, aber ihr seht jetzt schon, wie das ausschaut und es sieht halt einfach
Es sieht einfach der Hammer aus. Picon the Creator ist fast fertig. Und wisst ihr, was cool ist? Wenn ich ihn zum Beispiel hier in die Pistole reinpacke und dann die Kugel nehme, schaut euch mal die Kugel an. Es sieht aus, als ob es ein Chaos wäre. Aber vielleicht halt nur, weil er ein Boss ist oder so. Keine Ahnung. Aber es sieht verdammt nice aus. So, Freunde. Es ist soweit. Picon the Creator ist fertig. Genau. Jetzt können wir ja eigentlich in sein Inventar rein und seinen Sattel endlich ausrüsten. So. Oh Gott, der ist gleich tot. 36 Millionen? Das ist echt schon einiges. Und mit seinem Sattel wird er vielleicht sogar der Stärkste sein hier, den wir hier besitzen. Bam. Ja, man könnte sagen, wenn man die anderen Bosse auch noch zähmen könnte, die Höhle ist gerade so ausreichend für meine ganzen Dinos. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal ganz kurz hier weg, weil wir brauchen etwas Größeres. Aber wohin ist die Frage? Picon the Creator ist erwachsen geworden und das ist aus ihm geworden. Ja, ihr wisst ja, wie er ausschaut, aber wir könnten ja, wie gesagt, ganz kurz mal runtergehen und ihn mal ganz genauer anschauen. Oh, warte mal. Origin, dich 150 Millionen? Ich würde sagen, das klatschen wir doch ganz kurz mal runter. Wartet mal. Maximale EP, XP meinte ich. Und ja, mal gucken. Gehen wir über 100 Millionen und der Rest auf Nahkampf. Und dann sollte es genügen. Holy moly. Ja, ich würde sagen, das sollte genügen. Es tut mir leid, was mit dir passiert, aber du wirst komplett verrecken. Erstmal einen Nahkampfschaden machen. Zeig mal. 82.000. Okay. So, das ist das, wo er runterfliegen müsste. Okay, C. Und da fliegt er runter. Bye, bye. Bye, bye. So, jetzt noch, natürlich nochmal Rechtsklick. Sehr schön. 185.000, aber bisher ist er eine komplette Niete, muss ich wirklich gestehen. Da, und jetzt haben wir es. STRG? Rechtsklick. Wir machen so viele Attacken aufeinander. Und er macht so wenig Schaden. Du bist eine Niete. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hat er noch mehr Attacken? Das kann nicht sein. Er ist doch so geil. Und ist gleichzeitig so schwach. Das verstehe ich jetzt nicht. Picon the Creator ist total Niete. Hallo. Achso, Normaldrache. Mal sehen, normaler Drache. Oh, hier oben ist ein Dorf. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, mal sehen. Aha, okay. Ja, der geht schnell tot. Okay, Origin, der ist noch nicht mal tot. Picon, warum? Ich bin irgendwie ein bisschen... Alter, war ich das? War ich das etwa? Wait a minute. Klatscht du alles so krass weg? Guck mal, hier ist alles jetzt grün. Wir machen eine Attacke. Okay, das ist die Attacke. Das ist die, von der ich immer gestorben bin, richtig? Okay, das ist hier auf gar keinen Fall. War das die? Wie ruft da die Drohnen her? Alter. Ey, aber man muss ihn schon lassen. Er sieht schon echt fett aus, ne? Da kann man halt wirklich gar nichts sagen. Er sieht wirklich nice aus. Und ganz ehrlich, wir können alles töten, was hier in der Umgebung ist. Aber halt das Große nicht, ne? Da müssen wir halt ein bisschen drauf warten, dass... Ja, ja. Alter, dass das Server... Dass das Server nicht crasht, ne? Das ist unglaublich. Ich töte ja gerade so vieles. Heilige Maria. Ja, dann wollen wir doch mal kurz gucken, was ich hier so gemacht habe, ne? Guck mal, ein bisschen Grün ist ja stehen geblieben. Ein paar Dinos sind auch noch stehen geblieben. Krass, dass ein paar Dinos wirklich überlebt haben. Sogar Dodos haben in der Nähe überlebt. Aber so kann man halt immer alles entdecken, ne? So hat man alles im Überblick und weiß, wo alles ist. Wofür ist Picon gut? Schreibt mal unten in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Okay, dann hauen wir hier schon mal ab hier. Weil, wie gesagt, er ist leider, muss man wirklich sagen, er ist leider nicht so gut. Deswegen
Mussten wir jetzt ganz kurz mal gucken, wie es mit den Chaos-Bossen ausschaut. Ja, warte mal, es gab doch die Chaos-Drachen und so weiter. Wo sind die? Okay, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Checken wir doch ganz kurz einfach mal den Chaos-Spino ab. Ja, es ist verdammt strange, dass die, der Chaos-Drache und der Manticore, dass die weg sind, weil die sind einer der stärksten und ich hätte die ganz gerne gehabt. Weil ich glaube, wir brauchen die auch für die Zukunft. Bin ich der Meinung. Ich weiß es halt nicht so. Ja, aber... Du kannst mich ruhig einmal treffen. Ja? Treff mich ruhig. Du darfst es ruhig. Ich will gucken, wie viel Schaden du machst. Komm her. Neptuns Segen. Ja, dann zeig mal, was Neptun dir gegeben hat. Jetzt müsste er mich angreifen. Oder wollen. Ja, los. 1088. Ich schau mal, ob es sich lohnt. Ja, 1088. Wow. Junge. Der kann ja echt gar nichts. Wir checken mal ganz kurz die Lage. Wir warten mal ganz kurz ab. Wir schauen auf die Uhr, die ich nicht besitze hier und gucken, was er halt, ne? Das hört sich wiederum gut an. Dennoch ist es viel zu wenig. Wie bekommen wir jetzt Primal 4 durch? Gibt es dann jetzt eine... Okay, wir haben Nova und den Dämonik... Warte, stimmt. Ich weiß, was wir jetzt machen können. Wir gehen ganz kurz zurück, ja? Eieiei, das ist jetzt wirklich unser größter. Weil Dämonik Reaper und Nova sind zwar auch, wie gesagt, groß, aber nicht so groß. So, wir haben ja dieses eine Besondere bekommen, dass wir ein Celestia, glaube ich, stärker machen können oder so. Das will ich jetzt ganz kurz mal abchecken, was das wirklich mit einem Celestial halt macht. Hi, Ferdoxe! So, pass mal auf. Du bekommst jetzt etwas in dich hinein, ja? Ja, dann... Es funktioniert, glaube ich. Alter, was? Was zur Hölle ist das? Oha! Alter Schwede, der Ferox ist eine 10 von 10. Es ist der geilste Ferox, den ich je gesehen habe. Okay, ich habe seinen Sattel zum Glück behalten, ne? Ja. Ich würde sagen, wir müssen mal ganz kurz abchecken, was er kann. Wer war Picon nochmal? Ich weiß nicht, wer Picon ist. Aber das hier. Alter Schwede. Okay, das nenne ich fett. Ich hab noch nie so einen geilen Dino gesehen. Ich kann dir sogar noch das hier reingeben. Okay, davon geben wir dir natürlich ein paar Stück rein. Und wir gehen mal ganz kurz mit denen irgendwo hin. Denn, einfach mal home, um abzuchecken, was der jetzt drauf hat. Weil, 10 von 10. Okay, und so sieht er in der Öffentlichkeit aus. Der ist ja silber. Oder, beziehungsweise komplett weiß. Also in der Höhle sieht er geil aus. Ja, ach ja, Dämonik-Para wollten wir ja, ne? Ja, können wir gleich machen. Wir wollen aber den hier ganz... Okay, und so sieht er bei Nacht aus. Alter Schwede! Okay, wir wollten dich ja kurz mal abchecken, ne? Du hast nicht viel Leben. Können wir dir ein bisschen Leben, ne? 3 Millionen sollte gut sein. Und den Rest halt ein bisschen auf Melee-Damage, aber... Hallo? Was war das denn? Hey, hallo? Hilfe! Warte, du hast bestimmt keinen Tracker an dich drin, ne? Ja, ich wusste es. Was zur Hölle ist das? Was? Du bist es! Oh mein Gott. Okay. Wie schnell er jetzt angreifen kann. Konnte er das vorher auch? Okay. Kollegen, ey, macht wirklich keinen Müll jetzt hier. Ihr habt gar keine Chance. Ich glaube, aber Nahkampf ist am stärksten bei ihm hier. Ja, seine Krallen sind halt echt heftig drauf. So, warte mal, guck mal hier. Wir könnten ihn per Nahkampf übel schnell runterkriegen. Ne? Wir checken mal ganz kurz hier die anderen Lager ab hier. Wir verstärken dich einmal. 428.000. Alter, der ist ein Nahkampf, eine Granate. Warte, Granate? Der konnte die Granate? Er konnte die eben gerade aber nicht mehr machen. So, wait a minute. Wir müssen mal ganz kurz hier abchecken. Kriegst du denn genug davon ab? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Ja, bisschen doof, aber seine Flamme 69.000. Dennoch, wenn man berechnet, macht das ja am meisten Damage, ne? Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt ganz kurz noch einen Para.
Ich will kurz gucken, was da passiert. Kannst du den ganz kurz vernichten? Er ist langsam geworden, wenn er sein Power-Up hat. Aber ist nicht schlimm. Gut. Power-Up wieder wegmachen. Eieiei. Ferroxe. Ey, du bist aber echt Hammer, ne? Muss ich wirklich sagen. Gut, dann teleportieren wir doch ganz kurz mal zum Vulkan. Er befindet sich da drüben. Alles klar. Was brauchst du denn, mein kleiner Freund? Mein lang ersehnter Freund, den ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ja, 290. Hallo? Jetzt musst du aber weg. No! Das darf jetzt nicht sein, ne? Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich wollte schnell weg, hab eigentlich gar nichts abbekommen, war aber in dieser Wolke drin. Ach man, ich hätte ihn gern behalten. Er sah echt cool aus. Oh, und das war so kurz, dass wir ihn hatten. Ferroxe! Apex Rex, moin moin. Bin ich nackt? Nee, bin ich nicht. Ach man, ey, ach du Scheiße, was hat er mit deinem Gesicht gemacht? Er sah so cool aus, ne? Ey! Chill doch mal. Chill, 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 chill. Du chillst auch. Freund, chill hier. Du chillst auch. Sehr gut. So, hast du irgendwas Gutes in dich drin gehabt? Nicht wirklich, ne? Ja, doch, drei davon. Das nehmen wir gerne mit. Mann, ey. Para, dann haben wir wenigstens dich noch. Wie viel brauchst du? Dreimal Kibbel? Kommt sofort. Okay, somit haben wir alles. Dann gehen wir ganz kurz zurück und, ne? Check mal die Lage. Dämonik, Para. Du bekommst einmal das rein, bekommst einmal das hier rein, damit du schnell isst. Steh schnell auf, bitte. Sehr schön. Dann bekommst du jetzt ein paar Large-Dinger rein. Kriegst schön Level, ja. Los, komm. Hau alles rein, was du kriegen kannst. Und dann geben wir ihm das Teil mal hin. Und dann bin ich gespannt, wie er ausschaut. Aber stimmt. Was hast du für eine Farbe? Die gefällt mir ja gar nicht. Es soll doch aussehen wie ein Dämonik. Bam. Und Decent Dino. Bitte, sieh geil aus, ja? Ein goldener Dino? Gold? Oh, wieder ein paar Large rein. Oh, wir müssen jetzt gleich die Stärke... Oh, den müssen wir ganz kurz testen hier. Das kann nur gut werden. Origin, wir brauchen Origin. Was ist das? Ich mach mal Verstärkung. Was ist das? Oh oh. Spirit? Ich weiß zwar nicht wo, aber wir checken mal gleich ab. Was ist das hier verdammt nochmal? Da. Oh, Kacke. Wo bist du? Wo bist du? Steh bleiben. Passiv. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo bist du verdammt nochmal? Oh, warte, 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 warte. Kann ich gegenwirken? Wir müssen nur näher hingehen. Wo ist das? Spirit? Dragon. Ein Spirit Dragon? Hä, wieso gibt es den als Spirit noch, aber nicht mehr als Chaos? Wieso wurden die rausgemacht? Komm her, ich klatsche dich, Junge. Ne, warte mal, nehmen wir den mit? Aber er scheint sehr schwach zu sein, ne? Er scheint verdammt schwach zu sein. Ah, da, Origin. Hallo, 140 Millionen? Das nenne ich Stärke. Aber er ist eigentlich genauso stark wie vorher, oder? Also ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Er sieht zwar anders aus, aber Stärke ist eigentlich gleich geblieben. Und jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay, er hat noch nicht seine volle Stärke, aber trotzdem. Er hat sie ja schon fast. Hm, aber es gibt gut Millionen ab, also da kann man sich wirklich nicht beschweren, ja? Und der Sound ist wie immer noch göttlich. Primal, Kentro... Achso, du warst auch hier. Ja, tut mir leid. Ja gut, aber irgendwie immer noch ein bisschen enttäuscht, ne? Und dazu ist der Ferox auch noch gestorben. Aber was ist das da? Wer hat die Attacke gemacht? Da und das Feuer sieht auch anders aus als sonst. Es sieht aus, irgendjemand hat eine Attacke hier gemacht, aber wer? Ja, aber das ist der Dämonik Para. Hat sich nicht zu 100% gelohnt, weil ich finde halt von den Attacken her ist er genauso stark geblieben wie vorher. Ja, Nova und Dämonik Reaper, das sind unsere Hoffnungen für die Zukunft.
Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Picon ist halt leider eine Niete gewesen. Tut mir leid, ist halt aber so. Aber ich hoffe trotzdem, ey, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.